Ja, kurz vor 14 Uhr wurden wir über Polizeinotruf über die herrenlose schwarze Tasche in der Valentin-Becker-Straße informiert. Mehrere Kollegen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt haben sich dann auf den Weg gemacht. Und da zunächst nicht auszuschließen war, dass es sich dabei um einen gefährlichen Gegenstand handelt, haben meine Kollegen die Straße auf etwa 200 Meter abgesperrt. In der Folge wurde die technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes aus München alarmiert, die sich mit mehreren Beamten sofort auf den Weg nach Würzburg machten. Gegen 17 Uhr trafen die Spezialisten vor Ort ein und begannen dann mit der technischen Begutachtung der Sporttasche. Etwa eine halbe Stunde später konnte dann Entwarnung gegeben werden. Es befanden sich lediglich Sportklamotten in der Tasche. Wir gehen derzeit davon aus, dass irgendjemand die Tasche dort vergessen hatte. Zunächst mal ja.